In diesem Video geht es um die Wartung des Motors Vetus 4.17, welcher in der Shanty verbaut ist. Ich habe mir Mühe gegeben, dass das nicht so ein langweiliges Tutorial-Video wird, also auch wenn es euch nicht so interessiert, schaut ruhig mal nach dem Intro rein. Beginnen wir mit dem Ölwechsel. Nach der Anleitung sollten diese alle 100 Betriebsstunden zusammen mit dem Wechsel des Ölfilters durchgeführt werden. Da das Öl sehr dickflüssig ist, wird noch der Tipp gegeben, dass der Motor vorher eine Weile laufen sollte, da es sich anschließend leichter mit der Ölpumpe abpumpen lässt. Da bei uns das Boot an Land steht, mussten wir das kalte Öl abpumpen. Funktioniert zwar auch, aber ist schon echt anstrengend und dauert lange. Anschließend muss der Ölfilter gegen den Uhrzeigersinn abgedreht werden. Achtung, dabei kann Öl auslaufen, logischerweise. Der Gummiring des neuen Ölfilters sollte mit dem neuen Motoröl eingeschmiert werden, damit eine bessere Dichtwirkung entsteht. Danach kann dieser auch wieder montiert werden. Nach den Motorspezifikationen muss nur neues Öl über die Füllöffnung in den Motor gegeben werden. Anschließend sollte eigentlich der Motor kurz laufen, um ihn auf Undichtigkeiten zu überprüfen und im Anschluss den Ölstand besser kontrollieren zu können. Ging in unserem Fall nicht, da das Boot immer auch an Land steht. So oder so sollte am Ende der Füllstand kontrolliert werden und bei Abweichungen Anpassungen vorgenommen werden. Aber beachtet, dass sich das Motoröl beim Laufen des Motors noch etwas verteilen kann. Als nächstes tauschen wir den Impeller des äußeren Kühlkreislaufes. Dazu müssen einfach die 6 Schrauben gelöst und der Deckel abgenommen werden. Achtet darauf, dass ihr den richtigen Dichtring bestellt. Bei uns ist leider nicht der richtige dabei gewesen und so mussten wir es erstmal ohne Dichtring wieder zusammenbauen. Das tropft dann halt ein bisschen, aber funktioniert. Schön ist es nicht. Wenn der Impeller noch nicht rissig ist, kann man den wohl auch wieder einbauen, aber ich würde den bei der jährlichen Wartung schon ersetzen. Wenn der halt nicht mehr funktioniert bei Fahrt und man es nicht mitbekommt, dann wird der Motor schnell zu heiß und man kann einen Kolbenfresser auf lange Sicht bekommen. Es sollte einen schon wert sein, das zu vermeiden. Achtet beim Einbauen des Propellers darauf, diesen mit Glycerin, Silikonspray oder Vaseline zu fetten. Anschließend müsst ihr das Gehäuse wieder verschließen. Nun nicht vergessen, dass der zweite Wasserkreislauf nicht mehr entlüftet ist. Vom Motorstart sollte in den Frischwasserfilter Wasser bei geschlossenem Bordventil eingegossen werden, um das System zu entlüften. Sag mal, was liegt denn da an der Milch? Als nächstes könnt ihr uns beim Montieren des neuen Keilriemens zuschauen. Der geht uns hier am Anfang echt auf den Sack. Trotz dessen, dass die Spannenrichtung der Lichtmaschine gelöst ist, ließ sich der nur mit Mühe und Not, mit 2 Schraubenschlüsseln lösen. Naja, da kann man wohl nichts machen. In dem Motorschacht der Shanty 3 ist doch einfach viel zu wenig Platz zum Arbeiten. Es wurde aber mal Zeit, den Keilriemen zu wechseln. Sobald Risse mit Ausfaserungen zu sehen sind, solltet ihr dasselbe tun. Der neue Keilriemen ließ sich auch nicht ganz einfach aufsetzen, aber möglich ist es. Die Spannung zu kontrollieren ist auch witzig. In der Anleitung steht, dass mit einer Daumenkraft von 10 kg der Keilriemen sich maximal 12 mm bewegen darf. Ich habe jetzt nicht gerade eine Waage im Auge, aber es sollte auf jeden Fall etwas zwischen fest und lose sein. Das seitliche Kabel an der Lichtmaschine gehört zu der Ladestromregelung. Dazu werden wir später noch einmal kommen, um es einmal vorwegzunehmen. Mit dem Ladestrom gibt es aktuell noch ein paar Problemchen. Sonst gibt es zum Keilriemen nicht mehr viel zu sagen. Er darf halt nicht zu lose sein, dann kommt er gegen andere Anbauteile und löst sich auf oder rutscht über die Riemenscheibe. Wenn er viel zu straff ist, wird ein erhöhter Verschleiß an den Wellenlagerungen erzeugt. That's it. Der Wärmetauscher hat uns doch etwas Sorgen gemacht, aber seht selbst. Als erstes muss das Kühlwasser des ersten und zweiten Kreislaufes abgelassen werden. Dazu müssen die Kühlflüssigkeitsablassschrauben auf beiden Seiten des Motors geöffnet werden.
Es wird nach der Anleitung übrigens empfohlen, das Kühlwasser alle 2 Jahre zu tauschen. Da wir den Wärmetauscher ersetzen wollen, müssen alle Schlauchverbindungen entfernt werden. Bevor ihr mit dem Projekt anfangt, achtet darauf, dass ihr wirklich alle notwendigen Teile bestellt oder vorrätig habt. Bitte spart bei dem Bestellen nicht an Dichtung. Deswegen gab es bei uns ein paar Verzögerungen, weil irgendein Teil immer gefehlt hat. Unter vetus.com könnt ihr alle notwendigen Teile für euren Vetus-Motor finden. Ich persönlich fand das echt immer am günstigsten und vor allem war auch immer alles vorrätig. Weitere Infos dafür findet ihr auch in der Beschreibung. Die Bolzen, welche den Wärmetauscher mit dem Motorblock verbinden, haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Bolzen, oder eine Schraube besser gesagt, ist komplett fest korrodiert, wodurch wir diesen erstmal ausbohren mussten. Dazu musste ich mir aber auch erstmal einen Akkuschrauber kaufen. Das ist im Endeffekt so ein Makita-Akkuschrauber geworden. Ich meine, die braucht man sowieso immer mal wieder. Hast du noch die Lampe? Da ist sie. Jetzt müssen wir mal langsam die andere Schraube hinten rausdrehen. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, glaube ich. Das Blech haben wir zum Kontern gegen den Motorblock genommen. Diese Idee von Fatih war der Game Changer. Hast du hören hier unten leider, wo der Schraube ist? Der ist schon drin. Stumpf. Wir haben die Schraube jetzt endlich rausbekommen und wie wir sehen können, haben wir so viel von der Schraube mit Hilfe eines Akkuschraubers weggebohrt. Danach hat sich das Ding etwas durch die entgegengekonterte Schraube lösen lassen und man konnte sehen, dass sich das hier bloß irgendwie ausgedehnt hat durch Korrosion oder Rost. Das heißt, das restliche Gewinde, was noch im Motorblock steckte, konnte einfach mit dem Finger rausgedreht werden. Wunderschön, so viel Stress für wenig Probleme. Aus dem alten Wärmetauscher mussten wir noch das alte Rohrbündel ausbauen. Das war noch ganz gut intakt und musste nun gereinigt werden. Es soll auch sehr selten vorkommen, dass diese ausgetauscht werden müssen. Diese zu ersetzen wäre auch sehr kostspielig geworden, also ich bin wirklich froh, dass das Teil noch funktioniert hat. Anschließend konnten alle anderen Teile wieder an den Wärmetauscher montiert und alles wieder an dem Motor verbaut werden. Beim Montieren des Wärmetauschers müsst ihr unbedingt auf das Vermitteln des Rohrbündels achten. Der Enddeckel des Wärmetauschers ist bei uns auch defekt gewesen, wodurch er auch ausgetauscht werden musste. Zu unserer Überraschung ist der neue nicht wie vorher aus Plastik gewesen, sondern besteht aus Messing. Gut, das erklärt auch den Preis des Teils. Da das Einbauen des Wärmetauschers bei dem Platzangebot von dem Motorschacht sehr viel Spaß gemacht hat, haben wir nun davon keine Videoaufnahmen mehr, aber im Endeffekt ist das das gleiche wie beim Zerlegen, natürlich bloß andersherum. Bitte vergisst wirklich keine Dichtung, die sind wichtig. Anschließend, nachdem alles zusammengebaut ist, muss man den Motor natürlich auch wieder laufen lassen und dann wird es wahrscheinlich auch vorkommen, dass aus irgendwelchen Dichtungen etwas Wasser kommt. Da müssen dann die Schlauchschellen nochmal festgezogen werden und dann sollte sich das Problem beheben. Aber es muss halt gemacht werden, sonst läuft die Bilge voll. Natürlich muss auch neues Kühlwasser in den Motor nachgefüllt werden. Die Wahl des Kühlmittels ist dabei sehr wichtig. Kippt da bloß nicht irgendwas rein. Ich habe mir dafür einen 20 Liter Kanister Manol Antifreeze AG 13 Plus bei motorölgünstig.de geshoppt, das den Anforderungen entspricht und für den Motor geeignet ist. In der Regel wird das natürlich angegeben. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Langsam nimmt alles Form an und ich kann es kaum erwarten, das Boot im Wasser zu sehen. Wenn es euch auch so geht, dann abonniert doch gerne den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Und ich freue mich, eure Anmerkungen in den Kommentaren lesen zu können. Dann bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours.